Es liegt ein neuer Brief von Bischof Dr. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, zum synodalen Weg. Es ist ganz neu. Heute wurde dieser Brief veröffentlicht von der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist die Antwort auf das zweite Schreiben von Erzbischof Samuel Aquila von Denver, Colorado. Ganz kurz, es gab eine ganze Reihe von Briefen von Bischofskonferenzen der nordischen, der polnischen, und es gab auch einen Brief, ein Appell, wenn man so will, ein Manifest von inzwischen 6 Kardinälen und an die inzwischen 90 circa Bischöfen. Das war um Ostern rum. So, jedes Mal hat Bischof Betzing geantwortet. Auf den letzten hat er dann relativ schnell eine Gegenantwort bekommen, eben von diesem Erzbischof Aquila, der diese Aktion mit den Kardinälen und den Bischöfen aus Afrika und Amerika organisiert hatte. So, auf diesen zweiten Schreiben antwortet Bischof Betzing. Ich verlinke zu den wichtigsten Videos, sozusagen, wo ich am meisten diese... In dieser ganzen Korrespondenz gab es wieder so ein Hin und Her, und es gibt inzwischen sehr viele Stellungnahmen und so weiter. Das hat jedes Mal zu großen Diskussionen geführt. Ich verlinke nur zu den Videos, die einen gewissen Überblick geben, falls Sie sich einen Überblick verschaffen möchten zu dem, was bis jetzt passiert ist. So, also das ist jetzt sozusagen der vierte Brief von Bischof Betzing. Der erste war an die polnischen Bischöfe, der zweite war an die nordischen Bischöfe, der dritte war an diesem Erzbischof Aquila und der vierte auch wieder an Erzbischof Aquila. Und Bischof Betzing hat sich stets gereizt gezeigt. Er hat auf der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz Anfang März gesagt, das irritiert ihn, diese Form der Auseinandersetzung über offene Briefe. Ja, und das wiederholt er. Und er sagt, er wird nicht mehr auf offene Briefe reagieren und bittet dafür um Verständnis. Denn er sagt, das ist nicht die übliche Gepflogenheit, dass man offene Briefe beantwortet. Das heißt, er wird sie schlicht und ergreifend unbeantwortet lassen. Das ist, ob er das durchhält oder nicht, das müssen wir abwarten. Es ist allerdings erstaunlich, denn der synodale Weg ist nun mal eigentlich auf große Offenheit ja angelegt. Ja, also man kann diese ganzen Sachen, die ganzen Sitzungen kann man online anschauen etc. Es ist außerdem noch rund um den synodalen Weg gibt es eine große Debatte, die natürlich auch sehr viel Erstaunen provoziert, und das führt natürlich zu diesen Briefen, ganz einfach. Er sagt, okay, diese Briefe sollen aber nicht offen sein, sondern geheim. Das heißt, alle sollen offen sein, nur die Korrespondenz mit ihm nicht. Das ist eigentlich, wird erstaunlich sein, was könnte dann passieren? Es könnte eine ganze Reihe von Kritikern kommen, Bischöfe, die tatsächlich offene Briefe schreiben, und dann ist deren Position völlig klar, während dann die Position der Deutschen Bischofskonferenz dazu unbekannt bleibt. Das heißt, man verzichtet gewissermaßen auf eine Visibilität, auf eine Sichtbarkeit der eigenen Position. Deshalb bezweifle ich, ich weiß nicht, ob Bischof Betzing diese Haltung durchhalten wird. Ich meine, man kennt nur die Kritiker, aber das, was dann sozusagen die kritisierte Person, die Bischofskonferenz denkt, dazu wird man nicht wissen. Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt eine Strategie ist, die eben auch so durchzusetzen ist. Vor allen Dingen, wenn immer mehr auch Dokumente auch beschlossen werden. In der nächsten Synodalversammlung Anfang September werden nochmal neue Dokumente beschlossen werden. Möglicherweise gibt es noch danach nochmal eine Synodalversammlung. Und da wird natürlich voraussichtlich wird es immer mehr öffentliche Stellungnahmen dazu geben, aus allen Seiten, aus überall aus der Welt, weil die Deutschen preschen gewissermaßen vor mit dieser ganzen Geschichte. Okay, das ist das eine, das ist sozusagen die strategische Überlegung. Ja, aber insofern der Brief von Bischof Betzing, dieser vierte Brief inzwischen, ist eigentlich schon interessant. Es enthält einige Sachen, die gewissermaßen neu sind. Andere sind bekannt. Das, was bekannt ist, das ist, ich gehe ganz kurz darauf ein, er pocht auf die sogenannten systemischen Faktoren in der katholischen Kirche, die den Missbrauch begünstigt haben. Also da, das ist eine Position, das hat er völlig dogmatisiert. Ja? Und diese systemischen
Ursachen, ja, die müssen zur Änderung in der Struktur, in der Ekklesiologie gewissermaßen und auch in der Lehre führen. Das ist sozusagen, wie er diesen ganzen synodalen Prozess begründet. Ja, und das ist genau, was man kritisiert. Die Leute sagen, pass auf, ihr nehmt diesen Missbrauch als Vorwand, um eine Agenda durchzuführen, die ja viel älter ist, als dieser Missbrauch bekannt ist. Ja, das ist die Sache. Das ist ja die alte Agenda dieser ganzen linken Gruppen, eben Demokratisierung, Abschaffung der Sexualmoral, diese Frauenpriestertum etc. Was hat das denn mit dem Missbrauch zu tun? Ja, das ist der Punkt. Und darauf geht er nicht ein. Er sagt, das sind systemische Probleme und das ist nun mal so und das müsst ihr einfach akzeptieren und fertig aus. Zack. Ja, also er wiederholt sozusagen diese Stellungnahme. So, und dann kritisiert er die Argumentation von Erzbischof Akula. Und da sagt er, dagegen ist ihre Argumentation, Bischöfe haben Fehler im Umgang mit Missbrauch gemacht. Und anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, wollen sie nun in Deutschland die kirchliche Lehre grundlegend in Frage stellen. Aus meiner bescheidenen Erkenntnis erschreckend einlinig und wird leider der komplexen Realität der Missbrauch begünstigenden Strukturen in der katholischen Kirche bei weitem nicht gerecht. Dieser Satz ist zugegebenermaßen ziemlich komplex, kompliziert. Ja? Also das ist jetzt nicht stilistisch nicht gerade das Beste, aber er sagt im Grunde genommen, das ist schon interessant, er sagt, okay, es gibt im Grunde genommen zwei Parteien. Die einen sagen, okay, es gab diesen Missbrauch, und das muss eben zu einer Änderung in der Lehre und der Struktur in der Kirche geben. Und andere, und das ist eben der Vorwurf von Bischof Betzing, sagen, das ist nicht der Fall, sondern das ist jetzt die Verantwortung von den Personen, die diesen Fälle geübt haben. Und da muss man ansetzen, aber man muss jetzt nicht sich neue Gedanken machen, über ob die ganze Lehre falsch ist, ob die ganze Sexualmoral falsch ist, ob die ganze Form der Verkündigung, das heißt die hierarchischen Aspekte der Verkündigung, also die ganze Hierarchie der Kirche, ob das alles geändert werden muss. Das bezeichnet eben Bischof Betzing als eine einlinige Sicht der Sache. Er sagt, okay, im Grunde genommen, das ist zu simpel, wir müssen an die Strukturen. Also, und damit ist ganz klar, dass er in diesem Brief eher eigentlich zwei Fraktionen sieht. Es gibt einen, die wollen alles ändern und die haben im Grunde genommen die alte Agenda übernommen. Ja? Und die anderen sagen, nein, darum geht es nicht beim Missbrauch und diese Dinge kann man nicht ändern, weil das gehört zum Glaubensgut der katholischen Kirche. Ja? Und dieses lässt sich einfach nicht einfach so ohne weiteres ändern. Und er bestätigt das, indem er dann sagt, dass ihre Meinung auch in der Kirche in den Vereinigten Staaten längst nicht von allen Gläubigen und Bischöfen geteilt wird. Das heißt, er wirft ihm vor, dass Betzing wirft Erzbischof Akula vor, dass auch in den Vereinigten Staaten gibt es im Grunde genommen diese beiden Parteien, wenn man so will. Ja. Neulich habe ich ein Video gemacht von einem über ein Interview im Domradio eines Theologen und er hat im Grunde genommen genau gesagt, was hier eigentlich auch steht. Wir haben es im Grunde genommen mit zwei Parteien. Die einen wollen im Grunde genommen diese alte Agenda durchsetzen, ja, Hierarchie abschaffen etc. oder einebnen und so weiter. Und die anderen wollen das eben nicht. Und die beiden halten sich mehr oder weniger in Schach. Ja, keine ist sozusagen groß genug, um der andere das zu oktroyieren. So, aber es ist ganz klar, dass Bischof Betzing die Lehre verändern will. Denn dann sagt er, die dringende Veränderung schließt auch die Notwendigkeit ein, die kirchliche Lehre weiterzuentwickeln. Aber so wie er dieses Weiterentwickeln beschreibt in den ganzen anderen Briefen oder wie das auch tatsächlich in den Dokumenten des synodalen Weges deutlich wird, ist dieses Weiterentwickeln nichts anderes als eine neue Lehre. Also, und das ist ja genau das, was die Leute ihn kritisieren. Aber darauf geht er jetzt nicht ein. Er sagt, nein, es ist keine richtig neue Lehre, es ist eine Art Weiterentwicklung und so weiter. Aber zum Beispiel, man muss ja nur die ganzen Stellungnahmen von Kardinal Marx oder ganzen Sexualmoral sehen.
Das ist natürlich eine neue Lehre, wenn er zum Beispiel sagt, dass Homosexualität keine Sünde sei plötzlich. Obwohl das ja im Katechismus steht und seit eh und je in der Bibel, muss ja nur ein paar Sätze in der Bibel lesen, dann weiß man das. Ja, also das heißt, es ist ganz klar, dass man etwas Neues anstrebt. Ja, egal wie man das, wenn man dazu steht, das ist eine andere Frage. Aber er kann, da wird er kritisiert. Da sagen viele Leute, also er ist da nicht offen, er ist nicht ehrlich. Ja, okay, aber das ist jetzt ein anderes Problem. Okay, und dann sagt er etwas, ja, dann neben dieser, da wird er ein bisschen widersprüchlich, weil auf der einen Seite sagt er, okay, es gibt diese beiden Parteien, und er sagt im Grunde, es gibt diese beiden Parteien auch in den Vereinigten Staaten. Diese beiden Parteien gibt es ja auch in Deutschland. Es ist ja nicht so, nur so, dass alle deutschen Katholiken wollen den synodalen Weg haben wollen. Ich meine, es gibt sehr viele, die sind dagegen, die kritisieren diesen. Ja? Er redet immer über Deutschland, man muss diese ganze Geschichte. Das heißt, er redet eigentlich immer für die deutsche Kirche, die er eigentlich ja auch tatsächlich nicht repräsentiert. Er repräsentiert bestenfalls das Bistum Limburg. Ja, aber er tut das so, okay, in Deutschland reden wir so. Aber in Deutschland gibt es ja auch diese beiden Fraktionen, wie auch in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten gibt es natürlich auch sehr progressive Bischöfe, das ist gar keine Frage, und Theologen und so weiter. So, aber hier sagt er einen Satz, der wirklich sehr, Entschuldigung, sehr interessant ist, weil er sieht, da merkt man, wie, in welchen Widersprüchen sich das Ganze geraten kann. Er sagt, dennoch nehme ich Ihre Einwände ernst, denn sie zeigen Besorgnis an und zugleich, dass wir auch in der katholischen Kirche weltweit, und jetzt kommt es, in einer durch und durch pluralen Situation unterschiedlicher gesellschaftlicher Lebenswelten und theologischer Einschätzungen leben. Das ist interessant. Also wir leben in einer pluralen Situation unterschiedlicher gesellschaftlicher Lebenswelten und theologischer Einschätzung. So, und das ist insofern interessant, dass er sagt, okay, in Afrika ist es so, in den USA ist es anders so, in Afghanistan ist es so, in Kanada ist es so und so weiter. Okay, das ist im Moment, was er sagt. Und deshalb sagt er, ja klar, es gibt Leute, die uns kritisieren, aber weil wir eben in einer anderen, wie er sagt das, gesellschaftlichen Lebenswelt und theologische Einschätzung leben. Okay, und da wird es eigentlich sehr kompliziert, denn diese Pluralität, ja, von bei wegen ultrakonservativ oder ultratraditionalistisch, nehmen wir an, so, bis ultra-reformistisch, ultraliberal, das gibt es jetzt nicht, das kann man nicht verteilen auf die ganze Welt. Das haben sie in einer Stadt München. Ja? Das haben sie in einer Stadt wie Köln. Das haben sie in einer Stadt wie Chicago. Das heißt, diese Pluralität, diese, wenn man so will, fast diese quasi diese Atomisierung des katholischen Milieus, und zwar hinsichtlich der Lebenswelt, das heißt, wie man überhaupt lebt, aber auch der Theologie, die man sozusagen implizit praktiziert, das ist kein Problem, was sich Deutschland versus Frankreich oder Deutschland versus Vereinigten Staaten ist. Das ist überall, das ist in jeder etwas größeren Stadt hat man schon diese riesigen Unterschiede. Und dann kommt man eigentlich zu einem Punkt, wo man sich sagen kann, okay, gut, nehmen wir an, das stimmt. Und das müssen wir besprechen. Aber dann, ja, können Sie nichts behaupten, der synodale Weg repräsentiert irgendetwas. Denn diese unterschiedlichen Lebenswelten und theologischen Einschätzungen sind so mannigfaltig und die werden auch nicht klar im synodalen Weg. Der synodale Weg ist der Weg einer, so wie er gebildet ist, von der Zusammensetzung der Personen, ist er nicht repräsentativ. Es repräsentiert ja überhaupt nicht die Realität des katholischen Lebens in Deutschland. Also allein deshalb müsste ja schon, Pi mal Daumen, ich würde sagen, 25% bis 30% der Leute, die da in der Synodalaula sitzen müssen, müssen ja Leute sein von den sogenannten muttersprachlichen Katholiken, also Polen, Kroaten, Italiener, Spanier etc. Denn das sind ja die Leute, die ja in den Vereinen sind. Das heißt, wenn man sagt, okay, was soll dieser synodale Weg überhaupt repräsentiert? Nehmen wir an, man sagt, okay, der synodale Weg sollte die Leute, die ja tatsächlich praktizieren, das heißt die 8 bis 10% der Katholiken, die sonntags in die Kirche gehen, okay, dann würden ja noch kaum noch sogenannte Biodeutsche übrig bleiben.
Ja, die sind ja gar nicht vertreten. Ja, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Stadt sind wie Frankfurt, das ist ja über die Hälfte der Katholiken. Und die haben ja nichts mit diesem synodalen Weg gemeinsam. Und ich bin sicher, das ist in Städten im Ruhrgebiet ja, nicht anders. Ja, das heißt, und diese gesellschaftlichen Lebenswelt und theologischen Einschätzungen, die Bischof Betzinger erwähnt, sind nicht im synodalen Weg vertreten. Dort ist im Grunde genommen der liberale Bio-Deutsche vertreten. Es gibt natürlich ein paar konservative Stimmen, aber die gehen im Grunde genommen unter, weil die sind ja viel zu weniger eigentlich. Der synodale Weg ist eine Veranstaltung des deutschen Verbandskatholizismus. Das sind die großen Verbände, die im Zentralkomitee der deutschen Katholiken irgendwie vereint sind. Mit so ein paar Leuten, es gibt so ein paar Leute aus dem Ausland, es gibt so ein paar Konservative, aber de facto sind das diese großen Verbände. Und das ist, kann man, das muss Bischof Betzing akzeptieren. Man kann in Frage stellen, dass diese Leute den deutschen Katholizismus eben überhaupt vertreten. Und das ist eines der großen Geburtsfehler dieses synodalen Weges. Die Bischofskonferenz hat gesagt, wir setzen uns mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und der Zentralkomitee der Katholiken, mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, fühlen sich ja eine unglaublich geringe Anzahl von Katholiken überhaupt identifiziert. Ja, von vornherein die ganzen Ausländer nicht mal ansatzweise. Null. Ja, und auch die ganzen Konservativen, die ganzen Katholiken, die im Grunde auch jeden Tag in die Messe gehen, also wirklich die Hardcore-Katholiken, wenn man so will. Ich rede jetzt nicht von den unterschiedlichen Riten, also ich rede auch von Neuer Messe und so. Die haben ähnlich mit dem Zentralkomitee nichts zu tun. Das heißt, im Grunde genommen, die Rekturkutsche, ja, würde kommen, okay, das Bild, was er zeigt, des synodalen Weges, hat eigentlich mit diesem Brief überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wenn er tatsächlich sagt, aha, wir haben diese Pluralität ist weder anwesend im synodalen Weg, und außerdem noch ist es kein geografisches Problem, es ist ein Problem, es ist der katholische Milieus. Und diese Pluralität ist natürlich sehr riesig in Deutschland. Wie gesagt, in einer Stadt wie München haben sie alle Strömungen in dieser einen Stadt und ist viel geringer, wahrscheinlich, nehmen wir mal an, in Afrika, in Südamerika, also in Leuten, wo im Grunde genommen noch die Strukturen noch etwas besser sind. In den USA haben sie zwei Lager, die wirklich sehr, da sieht das wieder ganz anders aus. In den Vereinigten Staaten haben sie wirklich zwei Lager, die im Grunde spinnefeind sind. Ja, die haben diesen progressistischen Lager und die haben diesen konservativen Lager. Und dazwischen ist eigentlich relativ wenig. Also es ist eine sehr polarisierte. Aber das ist jetzt auch nicht mehr der Zustand zum Beispiel der Kirche in Frankreich, ja, oder in Spanien. Ja. Das heißt, im Grunde genommen, er argumentiert mit Formaten, mit denen eigentlich dieser ganze Projekt eigentlich gar nicht durchführbar ist. So, das ist aber eine Analyse dieses Briefes, ist etwas lang geworden, aber ich glaube, es lohnt sich, weil er hier tatsächlich neue Aspekte angeführt hat und ein bisschen im Grunde die Mappierung der Katholiken hinsichtlich dieses ganzen Reformprojektes erstellt. Ja, und deshalb meine ich, das ist interessant. Es ist ein bisschen komplex, ja. Aber laut Aussagen von Bischof Betzing ist das sozusagen auch der letzte Brief, den wir von ihm zu lesen bekommen, zumindest als Antwort auf Kritik aus dem Ausland. Deshalb meine ich, dass sich das vielleicht etwas gelohnt hat, das etwas genauer zu analysieren. Wir werden auf jeden Fall weiterhin das Ganze beobachten und analysieren, und das werde ich dann sicherlich hier auch in diesen Videos ausführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.